Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge meiner Let's Play Serie aus Star Wars Battlefront 2. Wir laden jetzt unseren Spielstand hier LP003 und wollen jetzt uns auf den Planeten Uta Pau begeben, denn wir haben dort einen Hinterhalt. Und zwar General Grievous und seine Armee in einem Hinterhalt zu locken, wird der KOS den entscheidenden Schlag verpassen. Und genau das werden wir jetzt tun, Leute. Ihr seht jetzt hier schon die Sequenz aus der Episode 3. Ist das eine Bildqualität, Leute? Ist ja wirklich echt der Hammer. Das ist High Definition gewesen gerade. Nein, aber gut. Uta Pau, eigentlich einer meiner Lieblingskarten, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die sehr cool. Die macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Tief im Innern wussten wir, der Krieg war fast vorbei. Die Galaxis hielt den Atem an und wartete auf den letzten gewagten Zug. Wie es das Schicksal will, zog die Republik zuerst. Nachdem der Kanzler den Jedi-Rat informiert hatte, dass General Grievous und die Separatistenanführer sich auf Uta Pau versteckten, versammelte General Kenobi eine Armee groß genug, um 3 Sternensysteme zu erobern. Als der Befehl für die 501. kam, waren wir bester Laune, denn dies war der Anfang vom Ende. So, ihr habt's gehört, Leute. Naja, komm schon, mal schon wieder. Von Ihrer Position gibt es ein zweistöckiges Gebäude. Greifen Sie diesen Kommandoposten an. Okay, gut getan, Chef. Schreiben wir die mal hinten aus, bitte. Ui. Drim, drim, drim. Ganz schön viele Druiden hier. So. Nehmen Sie den Kommandoposten ein. Ja, mach ich schon. Mach ich, Chef. Komm schon weg mit dem Kerl-Ruin da drüben. Super, geschafft. Na, du kleiner Gork-Druide. So. Geschafft. Würde ich sagen. Super, dann wollen wir uns mal jetzt weiter im nächsten Teil kümmern. Ja, dankeschön. Yes, Sir. Wird getan. Wow. So, hoffentlich nicht unsere. Und feindliche Minen hier, oder? Okay, wir sollen jetzt hier wieder einen Kommandoposten einnehmen. Das war knapp. Das war knapp. Okay, komm. Komm schon. Scheiße. Fuck it. Okay, wenn er auf die Minen zufliert, dann wird er sowieso platzen. Guckt euch das an, Leute. Und? Nein! Lass ihn durch! Was? Keine Mine mehr da? Okay, gut, verstehe. Na gut. Dann nicht. Dann gehen wir weiter. Oh, fuck. Noch 5 Mann haben wir. Wir müssen vorwärts. Komm schon. Geschafft. Nein. Fuck. Ich habe kaum noch Leben und muss jetzt hier allein diesen Kommandoposten einnehmen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber schön, dass sich da alles so sammeln. Finde ich gut. Komm schon. Komm schon. Boah. Sichern Sie jetzt Hangar 10, dann schicken wir Transportschiffe zu Ihrer Unterstützung. General Kenobi ist auf dieser Ebene gelandet. Er sollte Ihren Truppen helfen können. Wird getan, Chef. Na. Mach die fertig, Kenobi. Na, jetzt hätte der Macht-Push jetzt hier nicht funktioniert. Super, der ist weg. Alter. Die habe ich noch gekillt, aber. Für mehr hat es nicht gereicht, natürlich nicht. Dann starten wir jetzt mal den Scharfschützen. Und wollen damit aufräumen. So. Ich hätte mich mehr auf meine Mission beschränken sollen, als Obi-Wan. Oh, komm schon. Der ist weg. Wow, das war ein Headshot. Das war eindeutig ein Headshot. Dann schauen wir uns mal jetzt den AT-RT. Peng.
Oh, das war ein Teamkill. Nicht so schick. Komm schon. Komm schon. Weg mit dem. Autogeschütz bitte. Wow. Super, das ist geschafft. Perfekt. Okay, eigentlich bräuchte ich jetzt dafür Obi-Wan, wenn ich ehrlich bin. Das wird lustig. Ist jetzt als Klontruppe. Oh fuck. Oh shit. Shit. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Gibbs ist tot. Und ich auch. Mist. Okay, machen wir, Chef. Machen wir, Chef. Die Abwehr nach oben. Wow. Komm schon. Nein. Kann ich das sehen, ja? Super. Super, weg ist er. Warten Sie auf schwere Hilfseinheiten, Soldat. Panzer nähern sich. Soldat, zerstören Sie jetzt den Energieturm. Okay. Oh shit. Wie soll ich da jetzt hinkommen, ey? Ich bin fast tot. Aber wir schlagen uns gut. Komm schon. Komm schon. Super, der ist weg. Ey, kein Druide will mir Leben geben hier. Nicht so schön. Ah, zu weit. Der ist weg, super. Oh shit. Oh, der ist weg wenigstens. Super. Laden bitte mal nach hier. Okay, Feuer. Oh shit. Aha. Hat den GAP natürlich entscheidend geschwächt hier. Hang. So, Feuer frei. Ah, das ist ein LAT-Gunschiff. Auch nicht schlecht. Und das Leben, super. Oh nein! Da kommt von mir neue Techniker. Es gibt's ja nicht. Ist ja wieder mal so mein Glück hier gerade. Komm schon. Shit. Wow. Ich werde hier gerade voll attackiert. Dann wollen wir mal schnell raus hier. Ein Wunder, dass ich das noch überleben konnte hier. Okay, euch lasse ich nicht daherkommen. Super. Na, da lebt noch einer anscheinend. So, ich brauche schnell Munition. Oder einen Läufer. Hm. Was ist wohl der bessere Weg? Natürlich der Läufer, Leute. Okay, komme ich hier rauf? Ja, ich komme hier rauf. Nein, ich komme nicht rauf. Cool. Uncool. Aber hier oben müsste Munition sein eigentlich. Da drüben ist einer. Ah, hier ist auch einer. Super. Das war nicht der Plan, den ich ehrlich bin. Mit der Granate geht's schneller. Perfekt. Für die Republik, wir sind siegreich. Mission completed. Och, müsste ich noch so gerne explodieren sehen, dieses Klappergestell. Aber wir haben es geschafft, Leute.
Yes! Wir sind die besten Truppler der Welt. General Grievous durch General Kenobi hatte Utapau-Angriff den Separatisten das Rückgrat gebrochen. Unter normalen Umständen wäre es Zeit gewesen, dies zu feiern. Aber unsere nächsten Befehle setzten solchen Gedanken ein jähes Ende. Ein jähes Ende. Ihr habt's gehört, Leute. Ihr habt es gehört. Wollen wir starten? Mal schauen, was jetzt kommt. Ich ahne schon, was kommt hier. Genau. Coruscant, der Einbruch der Ritter. Der korrupte Jedi-Orden muss gemäß Order 66 des neuen galaktischen Imperators ausgelöscht werden. Viele von euch haben es ja schon gesagt, Leute, das wird das schwierigste Level werden hier. Schauen wir mal. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Ich habe es nicht so schwer in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Generell fand ich die ganze Kampagne sogar sehr einfach. Woran ich mich beim Aufstieg des Imperiums erinnere, ist, wie leise alles war. In den letzten Stunden der Klonkriege wurde die 501. Legion heimlich zurück nach Coruscant verlegt. Es war eine stille Reise. Wir wussten alle, was geschehen würde und was wir tun würden. Hatten wir Zweifel? Verräterische Gedanken? Vielleicht. Aber niemand sagte ein Wort. Nicht auf dem Flug nach Coruscant, nicht als Order 66 erteilt wurde und nicht als wir in den Jedi-Tempel marschierten. Kein Wort. Ihr habt's gehört, Leute. Kein einziges Wort. Ich überlege, ob ich jetzt Scharfschütze spielen soll. Versuchen wir es mal. Heute Nacht steht der Fall der Jedi bevor. Die höchste Autorität hat uns befohlen, den aufrührerischen Jedi-Orden auszulöschen, der unser großes Imperium bedroht. Unser erstes Ziel ist, die Ratskammer einzunehmen. Lord Vader wird das Kommando haben. Also Ruhe und los, los! Ja, Sir, ja, sofort. Dieses Geschütz muss repariert werden. Schauen wir mal. Sehe ich Jedi? Tempelsoldaten. Sehe ich. Okay, ja, drüben haben sie geschützt. Okay, verstehe. Peng. Warte mal. Das Geschütz ist automatisch gesteuert. Darauf habe ich keinen Einfluss. Verstehe. Wow. Wow. Es ist wirklich so leicht, einen Jedi zu töten. Ich habe jetzt schon zwei gekillt. Okay, rauf da. Wow. Der ist weg. Nein! Ich bin tot. Mist. Muss ich was einfallen lassen? Wir haben erstaunlich viele Punkte. Kommst du mit, bitte? Okay, wow. Der ist weg, super. Der ist weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg, super. Der ist auch weg. Düdüm. Weg mit ihm. Super, das haben wir geschafft gleich. Wieso läuft die Jones mit einer Pistole rum hier? Okay. Achtung, Truppen, sofort in die Bibliothek. Die Jedi versuchen dort die Holobücher zu zerstören. Das dürfen wir. Halten Sie sie auf. Schnell rüber. So, jetzt soll ich meine Waffe nicht wechseln hier. Okay. Schnell rein da. Okay, gut, verstehe. Wow. Oh oh, das war nicht gerade sehr schlau. Stehen unter schwerem Beschuss. Runter,
Der ist weg. Super. Schnell weg mit dem. Pang, pang. Autogeschütz bitte. Wir müssen hoch. Der ist weg. Super. Hier ist alles zerstört. Okay, verstehe. Der ist weg. Drei können wir noch halten hier. Müssen wir versuchen zu halten, sagen wir es mal so. Oh, fuck. Das spawnen einfach mal neue Jedis hier. Okay, der ist weg. Shit. Der ist weg. Komm her. Der ist auch weg, super. Der ist auch weg. Keine Macht den Jedi. Wir haben nur noch ein Regal hier. Ach du Scheiße. Und noch 20 Minuten. Okay, der ist weg. Gut. Na, nicht getroffen hier. Aber so, mein Freund. Kommst du nicht durch? Haha. Yes, geschafft. Ein Buch haben wir noch, also eine Bücherregal konnten halten. Effizient. Ihr nächstes Ziel sind der Barolo-Krons, die alles wissen, das Hilf und der Jedi enthalten sagt. Das erste ist im Kommraum. Holen Sie es und bringen Sie es zur Veranda. Yes, Sir. Gut getan. Okay, dann geht's rüber. Oh, im Kommraum natürlich. Darüber muss ich jetzt. Oh, jetzt wird's lustig. Sag ich doch. Fuck. Und der ist weg. Super. Boah, ich höre nur, wie meine Männer fallen. Und kann selber nichts machen. Bin tot. Mist. Aber Leute, ich konnte mich lang genug halten. Und habe viele Jedi mitgenommen. Ich brauche Raum. Ich brauche Platz. Hier rechts scheint Jedi gleich zu kommen. Wow. Ah, ich habe mich selbst mitgenommen. Aber ich habe die anderen mitgenommen noch. Perfekt. Gut, versuchen wir eine andere Truppe. Mal die Jet-Truppe. Ich glaube, die lohnt sich jetzt hier am besten. Dadurch, dass ich jetzt hier einen EMP-Werfer mit dabei habe, kann ich immer noch ein bisschen Schaden machen vorher. Kann zwar nicht mehr fliegen, aber immerhin. So, ich bin schneller, ich bin leichter, kann leider nicht weiter springen, das wird zu... Oh shit, ich habe es gerade gesehen. Hat es erwischt. Und den auch. Okay, schnell nachladen bitte. Okay, cool. Die konnten wir ausschalten. Komm schon. Shit, da hinten ist noch einer. Pang. Weg damit. Geschafft. Da ist er, in der Nähe der Sternenkammer. Sie müssen diesen Jedi besiegen und sein Holocron zum Veranda-Absetzpunkt bringen. Okay, wird getan, Chef. Und zwar jetzt Anakin Skywalker. Muhaha. Düdüm, düdüdüm. Weg mit dem. Oh shit, oh shit. Und der ist weg. Und schnell vorwärts hier. Los, Anakin. Oder Vader, je nachdem, wie wir dich nennen wollen. Jetzt geht's los. Okay. Einer ist tot, der zweite ist tot.
Zack. Oh shit. Ja, geschafft. Na, na, na. Er scheint wohl auf Skylex zu stehen. Yes, geschafft. Woo, ein weiterer Sieg fürs Imperium. Oh yes. Durch den Untergang von Coruscant und die Eliminierung der verräterischen Jedi war Palpatines Aufstieg zur Macht vollständig. In Anerkennung unserer Dienste und unserer Loyalität dem Imperator gegenüber wurde die 501. unter Lord Vaders direktes Kommando gesetzt. Mit tödlichen Waffen, brandneuen Schiffen und glänzenden neuen Rüstungen ausgerüstet, machte unsere Gegenwart der Galaxis klar, dass die Tage der alten Republik gezählt waren. Wir begannen eine neue Ära. Eine Ära der Ordnung und des Friedens. So Leute, ihr habt's gehört, eine neue Ära bricht an. Das wird aber leider nicht mehr in diese Folge passieren, denn ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt eure Meinung doch einfach rein. Oh, da passiert noch was. Nein, nicht schön. Oder? Ja, ich dachte, ich könnte jetzt selber beenden. Nee, tut mir leid, ich muss leider weitermachen. Hat Spaß gemacht. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder morgen, wie gewöhnlich, um 12 Uhr. Ich weiß es noch, oder? 12? 12 Uhr. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.